Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV. Zunächst mit zwei Impressionen. Die neue Umweltministerin Ulrike Scharf fühlt sich wohl an ihrem neuen Arbeitsplatz. Und Justizminister Winfried Bausback zeigt Härte und duldet keine Nazis im Richteramt. Nächstes Thema. Die Flüchtlingsfrage kann nicht in Zentrallagern gelöst werden. Die platzen nämlich aus allen Nähten. Es werden kleine dezentrale Unterkünfte auch bei Privatanbietern gefordert. Aber wie soll das gehen? Die spätere Unterbringung ist schon seit Jahren dezentral auch gemacht und bewährt sich sicherlich vor allem, wenn die Größenordnung einer Gemeinde entsprechend ist oder einer Stadt entsprechend. Natürlich ist es für die, die hier bleiben sollen, die als Kriegsflüchtlinge zu uns gekommen sind, wichtig, schnellstmöglich auch Kontakt zur Bevölkerung, die Kinder Kontakt zu Schulkameraden, zu anderen Kindern ihres Alters haben, in Sportvereine gehen zu können und Ähnliches. Das ist natürlich eher möglich in dezentralen Unterkünften und deswegen wäre eine dezentrale Unterbringung sicher zu bevorzugen. Der Gemeinderat soll alle Bürger vertreten, aber einzelne Gemeinderäte können sich nicht über Verwaltungsvorgänge informieren lassen. So haben sie zum Beispiel keine Einsicht in Akten. Das geht nur, wenn es der Gemeinderat mit Mehrheit beschließt. Politische Minderheiten sind dadurch klar im Nachteil. Eine Lücke im Gemeinderecht, meinen Bayerns Grüne. Also ich bin der Auffassung, dass Kommunen sowas selber entscheiden sollen. Warum wird immer nach dem Staat und nach dem Bayerischen Landtag gerufen, wenn vor Ort etwas zur Anwendung kommen soll? Es wäre meines Erachtens, oder es ist jetzt schon möglich, dass es vor Ort entschieden werden kann, dann soll es auch dort entschieden werden, wo die Auswirkungen sind. Also wenn ein Gemeinderat zu der Auffassung kommt, dass dem so sein soll, wird das Land sicherlich nicht widersprechen. Ja, wir als SPD-Fraktion fordern seit vielen Jahren, dass die Informationen an einzelne Gemeinde- und Stadträte auch gegeben werden können, dass der Einzelne sein Informationsbedürfnis auch stillen kann. Punkt zwei ist natürlich, dass wir alle ein Interesse daran haben sollten, dass sich jeder Einzelne gut vor einer Sitzung informiert. Und das kann ich natürlich besser, wenn ich Unterlagen im Vorfeld habe und wenn ich mich intensiv einarbeiten kann. Drum ist es eigentlich überfällig. Die Beschlussempfehlung zum Informationsrecht einzelner Gemeinde-, Kreis- oder Bezirksräte wurde im Plenum übrigens abgelehnt. Und das war's auch schon wieder für heute von Plenum TV. Mit aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag melden wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Frankenfernsehen.